Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um die Frage von Geldschulden und Verzug und Verzugszinsen. Und die Ausgangssituation ist also, dass ein Schuldner A, einem Gläubiger B, Geld schuldet. Und hier können wir im Wesentlichen drei Fälle voneinander unterscheiden. Der erste Fall ist die Situation, dass die Fälligkeit eingetreten ist, natürlich, und dass die Fälligkeit fixiert ist. Fixiert bedeutet, man hat sich auf ein Datum geeinigt. Unter anderem kann es das bedeuten, wir schauen uns das gleich nochmal genauer an, was das genau heißt, dass die Sache, die Fälligkeit fixiert ist. Dass man also sich einig ist, wann die Fälligkeit eintritt. Und zwar schauen wir uns das im Gesetz an, und zwar in 286, Sie sehen hier bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 286, 1, 2, 3, 4 Absätze. Warum fange ich hier mit dem zweiten Absatz an? Deswegen, weil das die Regel sein sollte in der Praxis, dann erspart man sich viel Ärger als Gläubiger. Und im Absatz 2 steht, der Mahnung bedarf es nicht. Aha, die Grundregel scheint also zu sein, dass man mahnen muss. Und im Absatz 2 ist offensichtlich fixiert, dass man unter bestimmten Bedingungen nicht mahnen muss, nämlich wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, das meine ich mit fixiert, oder zweitens, der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt. Also 6 Wochen nach Silvester zum Beispiel. Auch das wäre eine Fixierung. Der dritte Fall ist dann, dass der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert. Wenn er also sagt, ich zahle auf Teufel komm raus nicht, dann braucht man natürlich auch nicht zu mahnen. Und viertens besondere Gründe. Das ist immer so ein Auffangbecken für die Wechselfälle des Lebens. Für uns ist entscheidend, wenn die Leistung fixiert ist, bedarf es keiner Mahnung. Das ist unser erster Fall. Also möglichst genau fixieren, wann die Geldschuld zu leisten ist. Dann hat man in der Praxis die wenigsten Probleme. Der zweite Fall ist, dass die Leistung nicht fixiert ist. Und in diesem Fall bedarf es einer Mahnung. Und das ist geregelt, wie wir gerade schon kurz gesehen haben, im Paragraph 286 Absatz 1 des bürgerlichen Gesetzbuches. Und hier der Mahnung bedarf es nicht, ist 286 Absatz 2 jeweils BGB. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, nämlich 30 Tage sind abgelaufen. Schauen wir nochmal ins Gesetz. 30 Tage sind abgelaufen. Das bedeutet, bürgerliches Gesetzbuch 286 Absatz 3, der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet. Und jetzt kommt noch eine Ausnahme, nämlich wenn der Schuldner Verbraucher ist, dann muss er auf diesen Automatismus besonders hingewiesen werden, sonst tritt es nicht automatisch ein, dass er nach 30 Tagen automatisch im Verzug ist. Also dieser Automatismus gilt für B2B, für Unternehmer unter sich. Bei B2C, also Business to Customer, wenn also der Kunde ein Verbraucher ist, muss er darauf hingewiesen werden. Er kommt also durch Mahnung in Verzug. Er kommt, wenn ein Datum fixiert ist, automatisch ohne Mahnung in Verzug. Und er kommt spätestens nach 30 Tagen in Verzug. Und Verzug ist die Voraussetzung für die Verzugszinsen. Der Schuldner muss in Verzug sein. Wie wir da hinkommt, haben wir gerade gesehen. Und wenn er in Verzug ist, dann muss er Verzugszinsen
Zinsen zahlen. Und wie hoch diese Zinsen sind, das hängt jetzt davon ab, was es für eine Art von Geschäft ist. Ist es wieder ein Geschäft B2C, Business to Customer, ein Verbrauchsgüterkauf, also ein Unternehmer auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Verbraucher? Oder ist es ein Geschäft B2B, Business to Business, Unternehmer unter sich? Bei B2C, und das ist alles geregelt in Paragraph 288 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei B2C sind es 5% auf den Basiszins. Also wir nehmen den Basiszins und schlagen 5% obendrauf. Ich erkläre das gleich genauer. Und bei B2B ist es höher, Unternehmer unter sich, sind es 8% auf den Basiszins. Es bleibt noch eine Frage zu klären. Was ist der Basiszins? Und da gehen wir auf eine andere Seite im Netz, www.basiszins.de. Sehen, da ist die Seite schon, basiszins.de. Und was sehen Sie hier? Mehrere Spalten. Ja, hier sehen Sie eine Zeitschiene, hier sehen Sie immer einen Rhythmus von jeweils einem halben Jahr. Also offensichtlich ändert sich das alle halbe Jahre. Hier sehen Sie den Basiszins, ja, wie er sich entwickelt hat über die Zeit. Hier sehen Sie, im Moment ist er sehr niedrig, 0,12, Zeitraum 1.1.2010 bis 30.06.2010. Hier ist schon mal vorbereitet das nächste halbe Jahr, also im halbjährigen Rhythmus ändert sich offensichtlich der Basiszins. Hier steht ein Fragezeichen. Und hier sehen Sie zwei Spalten. Hier sehen Sie Verbrauchergeschäfte, das ist B2C, Business to Customer, und die Handelsgeschäfte B2B. Und wie ist es im Moment? 5% bei B2C auf den Basiszins ist also 5% auf 0,12 ist 5,12. Und wie war es bei B2B? Ach ja, richtig, da waren es 8%, also 8% auf den Basiszins, 8,12 im Moment bis zum 30.06. Je nachdem, wie der Basiszins sich entwickelt, kann es hier anders aussehen. Wenn er gleich bleibt, Sie sehen, hier ist er mal gleich geblieben, dann ändert sich hier nichts. Wenn der Basiszins erhöht oder erniedrigt wird, ändern sich die Zinssätze. Das war's. Mein Name ist Marius Ebert.